Liebe Schwestern und Brüder, diese beiden Kapitel aus dem Buch Numeri in 11 und 12 bringen uns das Drama des Mose vor Augen. Gestern noch seine Versündigung gegen Gott, indem er sozusagen die Rebellion dieses verkorksten Gottesvolkes in sich aufnimmt und nicht mehr lebt. Bring mich doch gleich um, bevor du mich in diese Verantwortung stellst. Und heute ist es die Sünde gegen Mose. Und damit zeigt sich das Drama des Begnadeten bis in seine Familie. Da wird getuschelt, da werden Intrigen geschmiedet. Wir sehen das hier. Und es wird geneidet. Aber Gott hebt den Begnadeten weiter heraus. Wir würden vielleicht heute erwarten zu sagen, na ja, das, wie wir das dann kirchlich immer tun. Nein, der oder die ist ja nichts Besonderes. Um Gottes Willen, nur ja nichts Besonderes sein. Sind alle gleich. Einen solchen Unsinn gibt es in der Heiligen Schrift nicht. Gott macht Unterschiede. Und zugleich liebt er. Das kann sich nur Gott erlauben. Und er schafft es. Aber er macht Unterschiede. Er hebt den Mose heraus. Und es ist nicht von ungefähr, dass es die Väter sind, die dieses Herausheben nachahmen. Nicht, weil sie sich selber in eine Position katapultieren, die ihnen nicht zusteht. Aber sie fragen danach, wie kann es denn sein, dass Mose der große Name ist, den Gott in seine Nähe lässt? Wir hören das. Er sagt es seinen eigenen Geschwistern. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund und von Angesicht zu Angesicht. Nicht wie mit einem Propheten. Das ist das große Ziel christlichen Lebens, das wir so schnell aus den Augen verlieren. Wir sagen dann, immerhin sagen wir es, wenn wir es sagen, wir wollen in den Himmel und stellen uns dann manchmal so eine Art Paradies vor. Oder nicht enden wollendes Wochenende. Mit Party und Schlaraffenland, so eine Mischung aus Disneyland und Fernsehlandschaft und einen nicht enden wollenden Speisen. Das Ziel christlichen Lebens erfahren wir hier bei Mose. Gott zu schauen, ihn zu sehen, dass er sich zeigt, wie er ist, ohne Schleier, ohne alles. Dass wir nur Gott schauen und die ganze Tradition sagt uns, das genügt. Es genügt uns, glücklich sein zu lassen. Es genügt uns zu sättigen, wenn wir ihn nur schauen dürfen. Das ist alles in allem. Mehr ist nicht möglich. Und deshalb nehmen die Väter auch in den Blick, welchen Weg Mose geht. Sie sagen nicht, dass Mose ohne Fehler ist. Wie von uns und von den Heiligen niemand ohne Fehler ist. Wir müssen uns das immer wieder in Erinnerung rufen, dass wir nicht meinen, wir hätten so wunderbar fertige Abziehbildchen von Perfekten. Die gibt es nicht. Die hat es nie gegeben. Es gibt einen einzigen Sündelosen, das ist Christus. Und natürlich seine allerheiligste Mutter. Aber der Name. So auch bei Mose. Aber er ist, und das springt hier ins Auge in diesen ganzen Wirrungen des Auszugs aus Ägypten, dem wir ja in der Lesung folgen, er wird zum großen Beter. Und zwar nicht nur abstrakt und allgemein, sondern vor allen Dingen ein Fürbitter. Für dieses verkorkste Volk, das ihm solche Schwierigkeiten hat. Das ihn so zum Zorn reißt, dass die ersten Bundestafeln am Fuß des Sinai zerschmettern müssen. Und Gott beschließt, nur Mose übrig zu lassen und dieses Volk auszuwandern. Die Gregorianik hat gerade diese Passage in eines der eindrücklichsten Stücke vertont. Precatus est Moses. Das ist ein ganz großes, komponiertes Stück, das dieses ganze Ringen mit Gott darstellt. Und auch hier. Es ist der Gebetsschrei, mit dem unsere Lesung endet. Ach, heile sie doch. Die Schwester, die sich zuvor das Maul zerrissen hat.
ach, heilen Sie. Liebe Schwestern und Brüder, das ist nicht eine vergangene Episode. Es ist letztlich das Drama jedes Betenden. Es sollte unser Drama werden. Ungeachtet all dessen, was uns widerfährt, was uns unterstellt wird, egal. Ach, heile sie doch. Genau für diejenigen, vielleicht vor allem für diejenigen, vor Gott einzutreten. Das bringt Gott untrüglich nahe.